Grüß Gott und herzlich willkommen bei Ihrem Lokalfernsehen TV Mürz. In dieser Woche beobachten wir flotte Tänzerinnen und Tänzer, besuchen die Saisoneröffnung im Südbahnmuseum und hören virtuose Klänge vom Saxophon. Ich begrüße Sie diesmal vom Fachgeschäft Eisen-Kleinhans in der Marazellerstraße Nummer 4. Die Firma Eisen-Kleinhans hat auf einer Verkaufsfläche von 250 Quadratmeter und einer Lagerfläche von 500 Quadratmeter ein Riesensortiment von 15.000 Artikeln gelagert. Eine weitere Stärke des Familienbetriebes ist die fachmännische persönliche Beratung. Verkaufsleiterin Silvia Kulmer und Inhaber Hans Kulmer sind als freundliche und kompetente Ansprechpartner stets um ihre Kunden bemüht. Besondere Frühjahrsangebote gibt es bei Rasenmähern von führenden Marken. Vom elektrischen Gerät mit Kabel oder Akku über den Benzinmotormäher bis zum Rasentraktor bei großer Fläche. Und natürlich wird auch Ihr gebrauchter Rasenmäher nach der Winterpause repariert und betriebsbereit gemacht. Weitere Pluspunkte von Eisen-Kleinhans sind prompte Service und Gratis-Zustellung von Großgeräten wie Holzspalter, Brennholzsägen oder Tischkreissägen, ein eigener Kundenparkplatz und ein Schlüsseldienst mit Montage von Sicherheitsschlössern. Das alles bietet Eisen-Kleinhans, Ihr Nahversorger für Haus, Werkstatt und Garten. Tänze aus aller Welt, aus verschiedenen Epochen und Kulturen, gesellige Formen aus dem Gesellschaftstanz sowie Tanzspiele stehen im Mittelpunkt von Treffpunkt Tanz. Meine Kollegin Andrea Dierenbauer hat den flotten Tänzerinnen und Tänzern im folgenden Beitrag genau auf die Füße geschaut. Tanzbegeisterte Damen und Herren treffen sich regelmäßig zum Tanzen ab der Lebensmitte im kleinen Stadtsaal. Die etwas andere Art zu tanzen, bietet die optimale Gelegenheit, sich in einer Gruppe Gleichgesinnter zu bewegen. Wir machen auch Paartänze und dann werden einfach die sogenannten Herrenschritte einfach von den Frauen eingelernt und wir haben dabei überhaupt kein Problem, sondern sehr viel Spaß. Das heißt, jeder ist eingeladen, es muss nicht unbedingt ein Paar sein, das hierher kommt. Sehr richtig, es ist vor allem gedacht eben für Einzelpersonen. Es sind viele Frauen im Alter dann alleine, sie würden sich noch gerne bewegen und hier haben sie einfach die Möglichkeit dazu. Tanzen zählt zu den ursprünglichsten Bedürfnissen des Menschen. Die Musik, die rhythmischen Bewegungen und die mit dem Drehen verbundenen Sinneseindrücke tragen dazu bei, dass Tanzen in allen Kulturen der Erde tief verwurzelt ist. Das Positive am Tanzen ist die Freude an der Bewegung und das Zusammenkommen. Wöchentlich macht mir eigentlich sehr viel Spaß. Eine nette Runde und wir verstehen uns alle sehr gut miteinander. Und es ist schön. Die Lust am Ganzen, die Bewegung, die Freundschaften, die man schließen kann, man hat viele Bekannte. Ja, einfach die Freude am Tanzen. Ich kann nicht mehr sagen, es ist einfach lustig. Also für mich ist das Positive am Tanzen die Freude. Die Freude, die mit dem Tanzen kommt, mit der Bewegung, mit dem Rhythmus und ganz einfach, man fühlt sich nachher wie neugeboren. Und während des Tanzens insbesondere spürt man, wie Energie aufsteigt. Das ist für mich Tanzen. Sie sind ja leider nur zu dritt an männlichen Personen hier. Woran denken Sie, liegt es, dass so wenige Männer sind? Ja, ich kann mir es gut vorstellen, denn auch ich war ursprünglich ein Nicht-Tänzer. Nur meine Frau hat mich überzeugt. Und ich bin froh darüber. Es ist so eine liebe Runde, die da jeden Donnerstagvormittag zusammenkommt. Und wenn man sich dann auch, so wie ich es gern tue, bewegt oder tanzt, dann ist es natürlich ein ausgefüllter Vormittag. Musik und Rhythmus wirken positiv auf die Stimmung. Die Bewegung erhält die Gelenkigkeit und das Gleichgewichtsempfinden, wirkt positiv auf Herz und Kreislauf und trainiert das Gedächtnis. Eine besonders methodische Vorgangsweise ermöglicht es, die verschiedensten Tänze schnell zu erlernen und lustvoll zu tanzen. Positiv ist, dass ich in der Gemeinschaft bin, dass ich rhythmische Bewegungen machen kann und dass wir dann wirklich gut zusammenarbeiten können. Ein Ziel des Treffpunkt-Tanz ist es, den Menschen für Augenblicke zu zeigen, wie sie das Leben leichter nehmen können. Haben Sie nun Lust aufs Tanzen bekommen? Die nächsten Gelegenheiten dazu bieten sich am 20. und 27. Mai sowie am 16. Juni jeweils von 9.30 Uhr bis 11 Uhr im kleinen Stadtsaal.
Nun zur Kultur. Die Ausstellungswelten in Mürzzuschlag sind weit über die Grenzen hinaus bekannt. Kürzlich gab es im Südbahnmuseum die Eröffnung des Infopoints und eine hochrangig besetzte Podiumsdiskussion zum Thema Semmeringbahn und Welterbe. Zum Saisonauftakt hat sich die Verantwortliche des Südbahnmuseums, Frau Kerstin Ogris, wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Unter großem Publikumsinteresse fand die Eröffnung des Infopoints Semmeringbahn und Welterbe statt. Und dieser Infopoint im Südbahnmuseum beschäftigt sich mit dem Weltkulturerbe Semmeringbahn. Wie hat sich das Weltkulturerbe im Laufe der 150 Jahre verändert? Was gehört alles zum Weltkulturerbe dazu? Da wurde ja im letzten Jahr, im Sommer 2009, eine neue Zoneneingrenzung gemacht. Die wurde auch bewilligt von der UNESCO. Und damit befindet sich auch das Areal des Südbahnmuseums in der Weltkulturerbe, in der Kernzone. Und das möchten wir eben in diesem Infopoint auch präsentieren. Gestaltet wurde der Infopoint von Michael Kletthofer. Und die Durchführung oder die Ausführung von der Firma Feiner. Anschließend an die Eröffnung fand eine Podiumsdiskussion zum Thema Semmeringbahn und Welterbe statt. Hier diskutierten unter anderem Bruno Maldona vom Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur und Bürgermeister Karl Rudischer mit dem Projektverantwortlichen der Semmering-Bergstrecke und des Semmering-Basistunnels. Man muss davon ausgehen, dass die Bergstrecke ja an und für sich schon einen sehr hohen Erneuerungsbedarf hat. Und es eine technische Herausforderung ist, an den Brücken und Viadukten, an den Tunneln die richtigen technischen Maßnahmen zu setzen, machen wir es beim Welterbe so, dass das Erscheinungsbild gewahrt bleibt. Es wird Ihnen aufgefallen sein, wenn man heute etwas baut, eine Straßenbaustelle, macht man Beton, Sichtbeton, ohne viel drumherum. Das werden Sie auf unserer Strecke nicht sehen. Es gibt keine normalen Betonflächen. Es bleiben diese Steinbauwerke, diese Quaderbauwerke, egal ob es jetzt Mauern, Stützmauern sind, ob es die Viadukte sind. Wir trachten danach, dieses Erscheinungsbild zu erhalten oder zu erneuern, weil modernisieren muss sein. Es hält nichts ewig. Aber dieses Erscheinungsbild kostet ein bisschen mehr als ein einfacher Betonbau. Aber das ist eben der Preis für das Welterbe. Auch Dieter Haas von der Projektleitung des Semmering-Basistunnel ist der Meinung, dass beide Projekte nebeneinander bestehen müssen. Bergbahn und Tunnel sind Brüder, sie gehören zusammen. Ganz einfach aus folgendem Grund: Wenn wir im Tunnel aus Erhaltungszwecken eine Röhre sperren müssen, dann wird eine Strecke, ein Streckenverkehr über den Berg, über die Bergstrecke fahren. Und umgekehrt wird durch den Tunnel, wo die hohen Güterzugsverkehre durchgehen, künftig wird die Bergstrecke entlastet und sohin auch das Welterbe geschont. Dass sowohl das Welterbe Semmeringstrecke und der geplante Semmering-Basistunnel für Mürzzuschlag von wichtiger wirtschaftlicher Bedeutung sind, weiß auch Bürgermeister Karl Rudischer. Hier wird sehr viel Geld investiert. Es bleibt ein Großteil der Wertschöpfung in unserer Region. Ich erwarte mir viele zusätzliche Arbeitsplätze, zumindest über 10 Jahre während der Bauzeit, aber auch künftig ist es ein wesentlicher Beitrag für die Anbindung an die Ballungsräume wie der Neustadt Wien und wird insgesamt in Verbindung mit den touristischen Möglichkeiten einen wesentlichen Entwicklungsschub für unsere Stadt bedeuten. Welche weiteren Aktivitäten erwarten uns im heurigen Jahr? Ja, am 29. Mai gibt es das Familienfest der Ausstellungswelten. Da wird im Südbahnmuseum geschmiedet, da kann man Lokführerstandsfahrten machen. Und am 13. Juni unser großes Vatertagsevent. Da wird es Sonderzüge geben und auch Oldtimer. Das Südbahnmuseum lebt. Mit den ständigen Neuerungen machen die Verantwortlichen rund um Kerstin Ogris immer wieder Lust, dem Südbahnmuseum einen Besuch abzustatten. Ein Ensemble der Extraklasse besuchte vor wenigen Tagen unsere Stadt. Virtuosität, Klangfarbenreichtum, packendes Expressivo und nobles Cantabile. Das Selma Sax Harmonic bündelt die schier unbegrenzten Möglichkeiten des Saxophons in einem Klangkörper voll elementarer, orchestraler Kraft und subtiler kammermusikalischer Raffinesse. Dieses Konzert der Formation Selma Sax Harmonic ist das dritte aus der Reihe Freitag 18.30 Uhr 50 Minuten und das erste der Reihe Club Brasswood. Dem Konzert vorangegangen ist ein Saxophonkolleg, an dem derzeitige und ehemalige Saxophonschülerinnen und Schüler der Johannes Brahms Musikschule teilgenommen haben.
Die Johannes-Brahms-Musikschule veranstaltet jährlich für die Schüler unserer Musikschule ein Musikkolleg, wobei beim Kolleg Gäste eingeladen werden, Gastmusiker, Gastdozenten, um den Kindern neue Ideen zu liefern, neue Techniken beizubringen und vor allem die Motivation zu fördern. Wie kommt es zum Namen Selma Saxharmonik? Saxharmonik ist ein bisschen an Philharmonik angelehnt, ein Orchesterzusammenschluss mehrerer Instrumente, deswegen Saxharmonik, ein kleines Wortspiel mit Saxophon und Harmonika, Philharmonika. Und Selma hat zwei Bedeutungen. Das ist einmal eine sehr bekannte Saxophonfirma, von der wir alle ausgestattet wurden und die Instrumente spielen. Und zum Zweiten auch eine historische Figur. Henri Selma hat vor ungefähr 150 Jahren in Paris die Werkstatt von Adolf Sachs übernommen und ist der direkte Nachfolger des Erfinders des Saxophons und hat seine Instrumente bis heute weitergebaut und am höchsten entwickelt. Wie war die Zusammenarbeit mit den Schülern am Nachmittag? Ach, das war lustig. Also in so einer kurzen Zeit kann man ja relativ wenig bewirken, aber ich habe schon öfter die Erfahrung gemacht, dass in ländlichen Teilen unserer beider Länder wir sehr einen großen Pool an Talenten haben und das haben wir schon bei dem einen oder anderen konnte man schon sehen, dass da mal was draus wird vielleicht. Ja. Allen Instrumenten der Saxophonfamilie, vom Sopranino bis zum Bass, bieten die 12 Saxophonvirtuosen ein spektakuläres Konzerterlebnis. Wie hat der Dirigent die Zusammenarbeit mit den Saxophonisten gesehen? Das sind alles Vollprofis, das sind Spitzensaxophonisten aus Deutschland, und zwar aus den Städten München, Köln und Berlin. Im Prinzip waren es am Anfang drei Quartette, die sich zusammenschließen wollten zu einem Orchester, kann man sagen, von 12 Saxophonen. Und da haben sie mich gebeten, bei den ersten Arbeitsperioden eben das Ensemble sozusagen zusammenzuführen. Und daraus ist eigentlich eine regelmäßige Zusammenarbeit geworden. Den Abschluss bildete ein gemeinsames Stück von Selma Saxharmonik mit den Teilnehmern des Saxophonkollegs. Die Schüler waren von der Arbeit mit den Profis aus Deutschland begeistert. So, Bernadette, du warst Nachmittag auch dabei beim Saxophonkolleg. Wie hat es dir gefallen? Ja, das war eigentlich voll super, weil dass man da mit den Leuten aus Deutschland hat spielen können, mit den Berühmten, und da hat man auch was dazu gelernt, also so außerhalb der Musikschule, und das war halt voll super. Und wie ist es für dich, mit so berühmten Leuten auf der Bühne stehen gemeinsam? Ja, das ist schon cool, und da sieht man dann, wie eigentlich die Leute viel üben müssen, dass sie so gut wären, wie sie eigentlich jetzt sind. Also es war voll super, weil die Profis aus Deutschland dabei sind, und es ist cool, dass man von der Musikschule aus mit Profis was machen kann und auch von Profis noch was lernen kann. Und wie ist es, wenn man mit so Profis auf der Bühne steht gemeinsam? Also es ist ein fantastisches Gefühl, dass man mit berühmten Personen auf der Bühne steht. Und da fühlt man sich selber auch gleich viel größer. Ein außergewöhnliches Konzert mit einem der weltbesten Saxophonensembles gemeinsam mit den Schülern der Johannes Brahms Musikschule fand seinen fulminanten Abschluss. Ja, und auch so mancher TV Mürz Redakteur konnte von den Gästen aus Deutschland einiges lernen. Nach diesen beeindruckenden Saxophonklängen verabschiede ich mich mit Motorklängen aus dem Hause Kleinhans. Im Namen des gesamten Teams sage ich danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.